Ja, damit ein herzliches Willkommen zu einem Tutorial. Wie installiere ich Black and White 2 und das Add-on Battle of the Gods? Wir werden uns jetzt hier ganz kurz den zweiten Teil installieren. Da bei der Installation müsst ihr recht wenig beachten. Nicht wie beim ersten Teil. Es ist eher ein Update, weil ich auch ein bisschen was herausgefunden habe, wie man sich einige bisschen was leichter machen kann. Jetzt können wir hier die Sprache auswählen. Das könnt ihr. Ich werde die deutsche Sprache auswählen. Dann einfach weiter drücken. Und hier kurz warten, bis das durchgelaufen ist. Dann hier auf Weiter. Die Lizenz müssen wir bestätigen. Hier gebt ihr euren Code ein. Wir sehen uns gleich, wenn ich den Code eingegeben habe. Bis gleich. Nun ja, ihr könnt jetzt entscheiden, wo ihr das hin installiert. Ich werde es auf E installieren. Ihr könnt einen anderen Dateipfad nehmen. Ich habe mir nämlich einen Ordner schon erstellt. Eigentlich auch ganz einfach. Hier einfach auf Neu. Neuer Ordner umbenennen und dann habt ihr es. Ich werde es auf E installieren, weiter installieren und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Installation durch ist. Bis gleich. Ja, es ist fertig installiert. Jetzt gehen wir später registrieren, fertigstellen und hier machen wir mal das X. Weil jetzt ist es schon mal installiert. Schiebe ich mal das ein bisschen rüber. Und jetzt werden wir es mal kurz patchen. Und da werde ich auch euch diese Seite von modb.com verlinken. Ihr findet hier alle Patches von 1.01 an, der auf der vierten Seite ist, bis hin zum 1.8er. Und der 1.02er Patch findet ihr auf der dritten Seite ganz unten. Ihr findet hier auch Norse Mod. Da spielen wir, könnt ihr die Skins komplett wechseln zu den Wikingern, was Einheiten angeht und so weiter. Auch die Japaner können wir machen und die Azteken sogar. Wenn man will. Hier findet man diese Fraktionsmods übrigens auch noch. Mit den 1.8er Patch werdet ihr ist das Game komplett bisschen anders. Die ganzen Karten, wie man hier sieht. Das ist die erste Karte der Wikinger, ist deutlich verändert. Vor allem hier unten. Man hat ja eigentlich hier auch nochmal eine Mauer. Die meist Hauptmauer ist jetzt halt hier. Und man kann sogar den Schwierigkeitsgrad auf den einstellen. Einfach herunterladen und ganz normal installieren. Da müsst ihr eigentlich nichts machen. Aber wenn ihr, Sophie, ich weiß, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, das normal spielen wollt, dann den 1.7.1 Patch ganz normal runterladen. Ich habe ihn mir schon runtergeladen. Ihr habt halt hier auch die Möglichkeit auf Deutsch, Englisch oder Spanisch. Das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Spanisch ist. Hier einfach runterladen. Ich habe ihn schon heruntergeladen, wie man hier unten sieht. Ich gehe jetzt halt hier einfach auf Downloads. Such mir schnell den Patch. Ah, nee, den habe ich ja schon verschoben. Entschuldigung. Da habe ich ihn mir unter Mods extra abgespeichert. Ich habe den mir auch hier entpackt. Ihr könnt hier ganz normal auch draufdrücken. Hier ausführen, Doppelklick. Ihr braucht WinRAR oder eine Datei, dass ihr ZIP-Dateien öffnen könnt. Das können wir schließen. Installieren for me only. Dann hier einfach auf Weiter.
Hier das Auswählen, dass das auf dem Desktop verknüpft wird, installieren. Ja. Und dann installiert er euch das, weil er installiert das euch auf die. Ah, ich hätte das gescheit ausführen sollen, dass es mir gleich auf E installiert, aber jetzt macht das auf D. Das ist jetzt halt nicht ganz so schlimm. Kann sein, dass er mir kurz eine Fehlermeldung anzeigt, aber die kann ich getrost ignorieren. Weil das Spiel kriegen wir trotzdem zum Laufen. Ihr wählt halt den richtigen Ordner aus, wenn man es. Ja. Ich hätte eigentlich nur auf E drücken müssen und meinen Ordner richtig auswählen. Aber diesen Fehler kann man dann ganz leicht beheben. Finish. Ja, jetzt wird diese Fehlermeldung angezeigt. Können wir ignorieren. Ihr klickt jetzt halt hier rechts drauf und Dateienpfad öffnen. So kommt ihr eigentlich super einfach dorthin. Hier gehe ich auf E. Ich tue mir jetzt den Ordner hier raus und nehme alles und schiebe es einfach hier rüber. Dann wird das nämlich kopiert. Jetzt fragt er uns, die Dateien im Ziel ersetzen. Drücken wir auf Ja. Ich würde hier vorschlagen, diese White-Datei hier, da drückt ihr Rechtsklick drauf und auf Eigenschaften. Ich mache es nochmal. Hier und auf Eigenschaften. Geht auf den Kompatibilitätsmodus. Nochmal auf die erweiterten Eigenschaften, dass ihr das als Admin generell ausführt und schaut, dass Service Pack 2 ausgewählt ist. Dann machen wir als Admin ausführen. Hier auf Ja. Sekunde. Ja, jetzt hat er mir das. Als Admin ausführen. Ja. Ha, war bloß Anfangsproblem kurz. Da gibt man einfach unseren Namen. Nehmen wir jetzt einfach mal Frosty. Ich habe eigentlich einen anderen Namen im Kopf gehabt. Dann können wir hier auf neues Spiel gehen und ich kann euch viel Spaß wünschen. Beim Spielen. Ihr seht auch schon im Hintergrund, ihr habt ein paar neue Kreaturen, die man auch noch auswählen kann. So, habt ihr euch schon entschieden? Klickt mit der Aktionstaste auf eine Kreatur, spielen, um sie zu markieren. Jetzt kommen die neuen Kreaturen, die man auch auswählen könnte. Den Affen oder den Tiger hier hinten, wenn man will. Er nimmt den Löwen, jede Wette. Aber das lassen wir jetzt halt mal kurz sein. Jetzt, da kann ich bloß sagen, viel Spaß. Und jetzt halt würde ich sagen, gehen wir zu Black and White 2, das Add-on Battle of the Gods. Ich lege schnell die CD ein. Bis gleich. Ja, jetzt halt hier auf Ausführen drücken. Dieses Fenster, wo ihr es eigentlich hin installiert habt, bitte nicht schließen. Wenn ihr es geschlossen habt, einfach nochmal öffnen, bitte. Weil das brauchen wir hinterher. Hier gehen wir derzeit auf Installieren. Auf Ja. Und dann machen wir, gehen wir wirklich genauso vor, wie wir
das bei Black and White 2 gemacht haben. Weil das Add-on zum Laufen zu bekommen, ist eigentlich super simpel. Da hat mich ein Abonnent drauf mir bloß geschrieben, wenn man ein bisschen drum rumtrickst, dann kriegt man das nämlich zum Laufen. Und das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich erwähne den Namen jetzt nicht, weil viele mögen gar nicht, dass man den Namen erwähnt. Aber danke nochmal für den kleinen Tipp, weil ich habe immer gedacht, dass es recht schwer ist und problematisch, aber dabei ist es ganz einfach. Hier gebt ihr einfach euren Code ein. Wir sehen uns gleich wieder. Moment. Okay, den Code haben wir eingegeben. Jetzt halt einfach nur auf Installieren drücken und ja, das Programm durchlaufen lassen. Das werde ich wahrscheinlich auch schneiden. Jetzt sind wir fertig mit der Installation. Ich habe aus Versehen das Fenster mit der Registrierung weggeklickt und dann können wir eigentlich hier auf Fertigstellen gehen. Dann können wir hier auf X drücken und jetzt haben wir es ja hier. Und es wird jetzt nicht funktionieren. Das kann man auch kurz präsentieren. Und das war's. Dafür müssen wir hier drauf gehen. Loanbullet.com. Diese Seite werde ich auch verlinken. Hier müsst ihr das runterladen und wenn ihr das dann sozusagen ausführt, dass ihr das sozusagen diese Datei öffnet. Das Passwort werde ich trotzdem auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Wir öffnen erst einmal diese Datei. Und jetzt sagt er, wir brauchen das Passwort. Tun wir es mal uns ein bisschen so hin, dass ich es zumindest sehe. Sekunde. So. Loanbullet. Hier können wir es nochmal anschauen. Okay. Falsch geschrieben. Nicht groß, sondern wahrscheinlich klein. Yep. Und jetzt hier ist diese Datei, die wir brauchen. Und nicht doppelklicken, so wie ich das gerade gemacht habe. Geht wieder zu eurem Ordner zurück, wo ihr Black and White, Battle of the Gods habt. Diese Echse schiebt ihr euch hier rein. Sie ersetzen. Okay, ich habe es hier auch auf Eigenschaften, Kompatibilitätsmodus und dann habe ich hier auch, ich habe mal Windows 98 ME ausgewählt. Und jetzt starte ich das als Admin, um zu schauen, ob es natürlich funktioniert. Und ihr könnt es spielen. So einfach ist es eigentlich. Ihr müsst wirklich, das Problem ist diese Startdatei und die blockiert das. Ich werde das gleiche schauen, dass ich das bei Black and White 1 auch hinkriege. Und da werde ich auch ein Update-Video machen für die Installation. Ja, jetzt könnt ihr hier ganz normal spielen, Einstellungen übernehmen. Such dir eine der 6 Kreaturen aus, Boss. Du kannst aber auch eine aus Black and White 2 laden. Und dann kann ich einen bloß sagen. Der Wolf hat Krallen und reißt. Viel Spaß. Können neutral hier wählen. Wir haben hier 4 Maps. Und dann kann ich bloß sagen, bei beiden Teilen. Also bis dahin. Ciao, ciao.